Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Willkommen in Dum-di-Dum. Wie ihr sehen könnt, wächst unsere kleine Stadt. Hat einen Sprung von 500 gemacht, das heißt von 1500 Einwohnern auf 2000. Brauchen noch um die 330 Einwohner, bis wir den nächsten Meilenstein erreicht haben. Was habe ich gemacht? Ihr seht, Dum-di-Dum hat sich ein bisschen wieder verändert. Die eine oder andere Straße ist neu dazugekommen, das eine oder andere Gebiet ist mit dazugekommen. Und ein weiteres Windrad musste es leider sein, da ich einen Stromengpass hatte. Und ich möchte euch das natürlich nicht vorenthalten, wie das so zustande gekommen ist. Auch wenn das, wenn man ins Spiel kommt und gleich mit einem Brand begrüßt wird, sage ich. Film ab und das die Bilder wie gewohnt im Schnelldurchlauf. Viel Spaß! Und da sind wir auch schon wieder. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen gesehen. Wie gesagt, die Straße hier unten ist neu. Die habe ich hier schnell gezogen. Hier ist jetzt auch noch ein Wohngebiet, genauso wie hier. Und hier haben wir ein zusätzliches Gewerbegebiet. Die Bewohner schreien noch nach mehr. Ah, die wollen noch mehr Häuser. Hier brennt schon wieder was. Aber Feuerwehr ist schon unterwegs, sehr gut. Ein bisschen habe ich mir einen Plan gemacht. Wie die Stadt jetzt weiter aussehen wird. Wir werden hier die Autobahn jetzt demnächst reinbauen, beziehungsweise wir haben ja noch keine Autobahn, sondern nur die normalen Straßen, wie vierspurig und sechsspurig sind. Da werden wir uns demnächst einen Plan überlegen, wie wir den Kreisverkehr wieder entlasten können, die Leute hier dann zum nächsten Viertel bringen können, denn das hier kommt immer mehr dann an seine Grenzen. Das heißt, wir werden hier sicherlich noch eine Linie dran machen und dann vielleicht noch eine und dann werden wir das hier gut sein lassen. Und dann wird es einen neuen Abfahrbereich geben und dann sind wir ja auch schon fast hier im landwirtschaftlichen Sektor, wo wir ja die nächste Industrie anbauen wollten. Doch vorab, wir wollten ja einen Park bauen. So, jetzt habe ich geguckt, ich habe hier hinten diesen Standpunkt, beziehungsweise diesen Standort. Und ich finde, das ist eine tolle Geschichte, um hier einen Park reinzubauen, auch um die Leute etwas glücklicher zu machen.
Und deswegen sage ich, legen wir da los, gucken, was wir da für einen Park finden. Park mit Bäumen ist etwas zu groß, passt da nicht rein. Ein großer Spielplatz. Ah, großer Spielplatz ist immer toll. Was haben wir noch? Platz mit Picknicktischen. Kleiner Park. Kleiner Spielplatz. Oder ein Platz mit Bäumen. Ich würde sagen, wir nehmen den. Nein, der ist ein bisschen zu klein. Auch zu klein. So, wir nehmen hier den. Das ist der kleine Park. Den setzen wir hier rein. So. Und wir sehen, da sind einige gleich mal richtig glücklich. So, wenn sich das jetzt in der Bilanz nicht ganz so sehr niederschlägt, können wir gleich noch einbauen. Ja, verbraucht 8 im Unterhalt. Also ganz ehrlich, das ist ja nix. Feuerwehr hat echt einen weiten Weg. Das heißt, wir werden auch hier irgendwann nochmal Feuerwehr hinbauen müssen. Dann können wir noch einen zweiten Park bauen für die da unten. Was nehmen wir da? Nehmen wir hier den. Was ist das? Platz mit Picknicktischen, großer Spielplatz. Wir nehmen den großen Spielplatz. Setzen den. Ja, hier hin. Und dann haben wir auch die andere Seite glücklich gemacht. Und dann können die sich hier weiter expandieren. Weiter vergrößern. Genau, hier fahren noch die LKWs lang. Von hier raus, da raus. Und dann müssen die da echt in eine Kurve fahren. Ja, komm, die kann ich jetzt in Ruhe lassen. Die muss ich jetzt nicht ärgern. Also wie gesagt, wir werden hier, wir haben ja hier unten drunter den Kreisverkehr, den werden wir jetzt ein bisschen entlasten. Beziehungsweise die Straßen hier weiterbauen für und ein neues Viertel dann hier erschließen. Oh, was wollt ihr hier? Ihr habt nicht genügend Arbeiter. Das heißt, ihr braucht wieder Leute. Ja, das lässt sich ja bedienen. Und jetzt sollte eigentlich auch, was die Stromversorgung ist. Ja, die sind jetzt auch miteinander verbunden. Sehr gut. Das heißt, ich kann diese Windräder hier versetzen. Machen wir einfach mal. Zack. Können das hier hochsetzen. Dann sind die hier unten nämlich auch wieder glücklich. Und das werde ich mit den anderen Windrädern hier Stück für Stück machen. Was macht unser Lach aus? Hier ist es. Man wächst immer noch nicht. Braucht noch ein bisschen. Vier ungebildet. Da sind neue Leute drin. Früher waren da nochmal gebildete Leute drin. Na gut. Nicht weiter schlimm. Ja, soweit zu dem. Die finden neue Arbeit zu ihrer Arbeiter. 7 freie Arbeitsstellen. 5 freie Arbeitsstellen. Die finden neue Leute. Hier hinten ist der Brand nicht gelöscht. Warum nicht? Abgebrannt. Ach Mann, dann müssen wir es halt abreißen, damit es dann wieder neu gebaut werden kann. War die Feuerwehr doch zu spät. Das heißt, wir werden hier irgendwo auch nochmal eine Feuerwehr mit reinsetzen. Wahrscheinlich dann hier in dem Bereich, damit die dann schneller da oben drauf zugreifen können. Dann sage ich für heute vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, das Wasser können wir noch bedienen. So. Macht man eine Abmoderation, es wird nichts, weil wieder ein Problem kommt. Ach Mensch. So, sollten die da hinten aber auch Wasser haben. Sollten die wieder glücklich werden. Gut, ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Und mit einem wunderschönen Sonnenuntergang sage ich, man sieht sich. Bis denn und tschüss.